Hallo und ganz herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Ich zeige euch heute meine 10 Sommerfavoriten und ich würde sagen, start mit dem Video. Los geht's, viel Spaß dabei. Ja, ich sitze hier im Wohnzimmer. Das ist irgendwie so meine liebste Drehlocation. Und da ich hier gerade so alles so schön aufgebaut hatte, da ich einen Style and Talk für euch gedreht habe, was nächste Woche online kommt, wir haben übrigens ganz private Themen bequatscht, habe ich gedacht, bleibe ich doch einfach mal hier sitzen und drehe einfach mal meine 10 Sommerfavoriten ab. Wir haben Sommer, auch wenn es heute bei uns hier in Hamburg zumindest nicht ganz so schönes Wetter ist. Die letzten Tage waren einfach bombastisch. Heißer auf Mallorca, was wünscht man sich mehr hier in Deutschland? Und in letzter Zeit haben sich einfach so einige Produkte angesammelt oder auch Dinge angesammelt, die ich einfach im Sommer liebe und nicht mehr missen möchte. Und die möchte ich euch ganz gerne zeigen. Ich starte zuallererst einmal mit meinen Haarbändern. Das sind wirklich absolute Favoriten von mir. Das ist einmal zum Beispiel dieses hier. Allgemein Haarbänder trage ich super gerne. Das hier ist von Primark für 3 Euro. Super günstig. Ich habe es schon ein bisschen länger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es aktuell ist. Das hatte ich zum Beispiel auch jetzt auf einer Hochzeit an. Es war an dem Tag 32 Grad. Ich hatte ein luftiges Kleid an und hochgesteckte Haare und einfach dieses Haarband dazu. Wirkt manchmal wie ein Stirnband, aber kann echt praktisch sein, wenn einmal der Schweiß läuft. Die Haare waren einfach den kompletten Tag aus dem Gesicht. Ich hatte Gesichtsfreiheit und das liebe ich einfach. Das ist der Grund, weshalb ich auch Haarbänder zum Beispiel super gerne beim Schminken trage. Und dann habe ich noch dieses hier. Das zeige ich euch jetzt ganz bewusst, denn ich habe das zweimal. Einmal von Primark, auch für 3 Euro. Und ich glaube einmal von H&M. Und so, so viele Fragen immer danach, woher ich meine Haarbänder kaufe. Schaut doch einfach mal bei H&M oder Primark nach. Da findet ihr wirklich super günstige und schöne Haarbänder. Milo tapselt hier so wild im Wohnzimmer herum. Ich glaube, er kann sich nicht so richtig entscheiden, wo er Platz finden möchte. Dann drehst du halt mit Frauchen mit. Ha? Was ist los, mein Schatz? Hallo, sag mal hallo, mein Schatzi. Oder willst du auf die Couch gehen? Geh doch auf die Couch, Hobby. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Komparsen hier mit dem Video. Wo wir jetzt gerade bei den Haaren waren, mache ich auch weiter mit Haarpflege. Da habe ich auch etwas super Schönes für den Sommer. Und zwar habe ich euch schon mal in einem Video diese Sprühkur hier gezeigt. Um die soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Das ist nur sozusagen der große Bruder von dem hier. Das ist nämlich eine Sprühkur, die speziell für sommerstrapaziertes Haar ist. Und ihr seht, ich habe die jetzt auch in letzter Zeit ganz gut aufgebraucht. Auch für einen Urlaub ist das eine super praktische Größe. Keine Sorge, die gibt es zum Beispiel auch in groß. Ihr solltet nur aufpassen, dass ihr das nicht an den Ansatz bzw. in die Deckhaarpartie sprüht, da die Haare davon etwas schneller nachfetten können. Meine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und als ich das dann so reflektiert habe, dachte ich so, stimmt, sie hat recht. Also seitdem ich das verwende, habe ich echt schneller fettige Haare, deswegen sprühe ich mir das seither nur noch in die Längen und in die Spitzen. Und ja, das ist einfach super, wenn ihr lange in der Sonne wart und die Haare speziell im Urlaub so von dem ganzen Chlor oder dem Salzwasser einfach spröde sind. Viele von euch werden das kennen und das ist so ein kleiner Beauty-Helfer, der die Haare auch leicht kennbar macht, sie wieder zum Strahlen bringt und natürlich auch die Farbe strahlen lässt. Urlaubsfeeling pur bekommt man übrigens auch mit diesen beiden Produkten hier. Die habe ich euch schon in meinem DM-Haul gezeigt und sie sind gleich zu meinen Favoriten geworden. Ihr wisst, ich bin ein Duftmensch und dieses Duschgel hier zum Beispiel riecht nach Urlaub pur. Das ist Sun Welcome Shine und ihr kennt vielleicht die Sonnencreme von Nivea. Exakt so riecht dieses Duschgel. Also es riecht einfach nach Sommer, nach Urlaub und ich brauche dafür keine Worte mehr. Also wenn ihr diesen Duft von Sonnencreme liebt und da drin duschen oder baden möchtet, dann holt euch auf jeden Fall mal dieses Duschgel hier. Das ist auch ganz neu gerade bei DM eingezogen. Oder halt auch dieses Deo. Das ist das Summer Fresh Deo. Das ist 0% Aluminium und ich merke auch, dass es nicht so gut vorhält. Allerdings ist der Duft so wahnsinnig erfrischend. Also benutzt vielleicht mal einen Deo-Roller vorher, auf den ihr euch verlassen könnt und dann als frische Kick sozusagen noch das Deo drüber und dann seid ihr echt gewappnet und erfrischt. Das ist wirklich ultra, ultra lecker und super angenehm zu riechen. Machen wir jetzt weiter mit Beauty oder soll ich euch das Highlight zeigen?
Ich glaube, das Beste kommt zum Schluss oder etwas später. Ich mache erstmal nochmal weiter mit Beauty und das hier habt ihr auch schon manchmal in meinen Videos gesehen, vielleicht wenn ihr aufmerksam wart. Das ist diese Creme hier von Mario Badescu. Die ist unfassbar schön für den Sommer. Das ist der Moisture Magnet und der Name sagt es eigentlich schon, der zieht absolute Feuchtigkeit in deine Haut und hat zusätzlich noch einen Lichtschutzfaktor von 17, glaube ich. Ne, 15. Also einen leichten Lichtschutzfaktor. Du kannst das Ganze mit deiner Foundation mischen. Du kannst es unter deine Foundation geben oder einfach rein als Tagespflege verwenden. Das ist eine super angenehme Konsistenz, zieht relativ schnell in die Haut ein und spendet zudem halt noch Ultrafeuchtigkeit. Das Ganze ist von Mario Badescu Skincare. Ist nicht unbedingt günstig, aber ich persönlich fahre super gut mit dieser Creme. Ich habe sie schon ein bisschen und es ist erst wirklich so viel raus. Man braucht davon überhaupt nicht viel. Die ist super ergiebig. Speziell bei trockener Haut ist die sehr zu empfehlen. Trockene Haut ist auch das Stichwort für meinen nächsten Favoriten. Und zwar ist das die Le Corporelle von Biotherm. Das ist eine ultra feuchtigkeitsspendende Bodylotion. Der Geruch, meine Mama feiert ihn total. Ich muss sagen, ich habe ihn mir ein bisschen übergeduftet. Der ist sehr speziell, so ein bisschen nach Limongras. Ich hätte mir für diese Bodylotion ein bisschen was Sinnlicheres oder etwas Cremigeres gewünscht vom Geruch her. Allerdings ist diese Wirkung unfassbar und die kommt an keine andere Biotherm-Creme ran. Es gibt die ja noch in verschiedenen Duftrichtungen. Ich glaube, Eau Pure, Eau Fresh und Eau d'Orange oder Eau Vitamine. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal in der Parfümerie gearbeitet, aber das ist schon ein bisschen her. Ich kann mich nicht mehr genau an die Sorten erinnern. Jedenfalls sind die von der Konsistenz alle unterschiedlich und das ist wirklich die beste. Speziell, wenn ihr ein Sonnenbad genommen habt und die Haut so gebräunt ist und dann noch zusätzlich richtig durchgepflegt ist. Das sieht einfach viel, viel schöner aus und das Braun hält auch länger. Also ja, für einen Urlaub speziell als Aftersun-Pflege ist jetzt nicht unbedingt als Aftersun deklariert, aber könnt ihr super gut als Aftersun verwenden. Das nächste Favorite ist kein Produkt an sich, sondern ich trage es an mir und ich kann es euch wärmstens empfehlen und ich bin süchtig danach. Viele von euch haben auf Instagram auch schon nachgefragt und zwar geht es um meine Lash Extensions. Es ist unfassbar, wie groß diese Nachfrage nach den Lash Extensions ist. Ich glaube, ich habe mir die schon das dritte Mal auffüllen lassen jetzt und ich bekomme immer noch Nachfragen, wo ich sie machen lasse, was das für eine Länge ist, für eine Technik und so weiter und so fort. Speziell jetzt im Sommer ist es einfach so easy, also man steht auf und man sieht wirklich gut aus. Wenn man jetzt noch ein bisschen Sommerbräune im Gesicht hat, dann ja, braucht man eigentlich gar nichts mehr machen und ich genieße es. Ich lasse meine Wimpern bei Wimpernrausch machen. Das ist hier am Hamburger Stadtrand in Ellerhoop und das macht die Lena bei mir. Ich habe 11 mm Länge. Nee, gar nicht. 12 haben wir diesmal gemacht und lassen mir so circa 100 Wimpern immer reinsetzen. Also, dass das Ganze wirklich schön voll ist und die sind auch wirklich immer schön geschwungen. Die legen sich dann nach ein paar Tagen wieder ab, was ich persönlich super gerne mag. Und wir machen die 3D-Technik. Aufhören lasse ich das Ganze so circa alle 2 bis 3 Wochen, weil ich einfach Acht darauf gebe, dass es immer schön voll aussieht. Und ja, ich meine, ich mache viel auf Instagram, ich bin in der Story sehr aktiv, ich sitze hier vor der Kamera auf YouTube mit schon ein paar Menschen zu und ich möchte natürlich, dass es auch gepflegt aussieht und deswegen ja, so alle 2 bis 3 Wochen und dann wird es auch schon allerhöchste Eisenbahn. Der Preis für das Auffüllen ist pro Wimpernstudio total unterschiedlich. Bei Wimpernrausch jetzt zum Beispiel zahlt man das, was wirklich rausgefallen ist, also da gibt es jetzt keine festgesetzten Preise, dass man sagt, okay, du zahlst jetzt 40 Euro alle 2 Wochen, sondern das ist wirklich, auch wie du mit den Wimpern umgehst natürlich. Ich zum Beispiel versuche da gar nichts dran zu machen, weder Mascara, ich passe beim Duschen wahnsinnig auf, dass da kein Shampoo gegenläuft. Das ist alles kein Problem, also man kann wirklich duschen gehen, man kann ins Chlorwasser, ich kann mit dem Kopf untertauchen, wir waren schwimmen, sind gerutscht und so weiter und so fort. Die haben wirklich alles standgehalten. Nur je behutsamer man mit den Wimpern umgeht, umso länger halten sie auch und umso weniger zahlt man zum Beispiel auch bei Wimpernrausch zum Auffüllen. Aus anderen Studios kann ich so aus Erfahrung sagen, dass das Auffüllen ca. 30 bis 50 Euro kostet, je nachdem wo man hingeht, wie lange das war und ja, was man auch für eine Qualität an Wimpern kleben lässt. Da müsst ihr einfach mal zum Wimpernstudio eures Vertrauens gehen, beziehungsweise das, was ihr kennt, was bei euch um die Ecke ist und wo ihr euch hätte vorstellen könntet, regelmäßig hinzugehen und da einfach mal die Preise erfragen. Egal wo wir diesen Sommer hinfahren, wir nehmen sie immer mit, die Beats Pill 2.
Ob wir am Badesee, am Strand sind, da wo man halt laute Musik hören darf oder kann, ja, kommt die Beats Pill mit. Das ist ein Bluetooth-Lautsprecher, der unfassbar laut geht. Also ihr könnt damit wirklich den ganzen Strand beschallen. Und ja, der Akku hält super lange vor. Sie sieht mega stylisch aus. Ich habe sie hier zum Beispiel auch auf meinem Sideboard im Wohnzimmer stehen und nutze die hier zu Hause als Anlage. Und glaubt mir, die hat wirklich Wumms. Die ist nicht ganz so günstig, aber sie ist auf jeden Fall ein absolutes Top-Produkt und die Anschaffung lohnt sich wirklich. Ich habe sogar auch ein bisschen was aus dem Lebensmittelbereich für euch, denn ich kann momentan auf etwas überhaupt nicht verzichten. Einige von euch haben es vielleicht auf Instagram schon mitbekommen. Ich mache gerade Size Zero und ja, meine Süßigkeit am Tag ist Diet. Diet ist zuckerfrei und gehört halt eigentlich so in die Kategorie Cola Light, Fanta Light und so weiter, also diese Zero-Getränke. Und das hier ist der ultimative, leckerste Geschmack, den ich je getrunken habe. Das ist Zitrone, super erfrischend und ja, einfach anders als Fanta und ich liebe es momentan. Ich achte darauf, dass ich maximal 4 Gläser am Tag davon trinke, aber es ist ein Träumchen. Ich kann nicht mal drauf verzichten und speziell eisgekühlt ein absolutes Summer-Must-Have. Ich habe die Nagellackfarbe für mich entdeckt. Ich habe es eben schon in meinem Style & Talk erwähnt, dass ich total auf diesem Rot-Trip bin. Aber nicht dieses Weihnachtsrot, sondern richtig so ein auffälliges Korallrot, was so leicht ins Orangige geht. Und da habe ich einen Nagellack bei einer Freundin entdeckt und das ist dieser hier. Ich habe ihn mir noch nicht gekauft, aber ich werde ihn mir definitiv zulegen. Und ich werde auch Kimmy beauftragen, mir beim nächsten Nagelbesuch meine Nägel in diesem Gel zu machen, weil diese Farbe einfach unnormal schön ist. Das ist der Nagellack hier, wie gesagt, ein Träumchen. Ich trage ihn gerade auf meinen Füßen. Ich halte mal meinen Fuß in die Kamera. So mega stylisch und verkrüppelt hier. Das ist meine persönliche Must-Have-Farbe für den Sommer. Ich bin total verfallen und ja, freue mich schon auf meinen nächsten Nagelbesuch. Das ist jetzt der Nagellack von Essie. Natürlich gibt es auch günstigere Alternativen. Da könnt ihr mal schauen. Es geht mir lediglich eigentlich um diese Nagellackfarbe. Und das Spezielle ist jetzt auch die Farbe, die ich auf meinen Füßen trage. Ich habe ja schon gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit diesen Rucksack hier gekauft. Das ist ein Michael Kors Rucksack in einem super stylischen Design. Den gab es übrigens auch noch in verschiedenen anderen Farben. Ich habe ihn im Outlet gekauft, hatte einen megamäßigen Rabatt. Es sagt einfach immer, Taschen zu schleppen. Ich bin kein Taschenmädchen, auch wenn ich vielleicht so aussehe. Aber mich nervt es total, immer die Belastung auf einer Seite zu haben. Da habe ich vielleicht noch ein paar Sachen vom Paddy da drin. Oder es gibt Taschen, die man sich nicht umhängen kann, sondern die ganze Zeit so tragen muss. Und ich hasse es einfach. Ich wollte einfach ein bisschen praktisch denken, etwas, was ich mir auf den Rücken schneiden kann und was mich in der City nicht behindert oder wenn ich irgendwo hinfahre. Da ist der Rucksack einfach am praktischsten und ja, den habe ich mir jetzt gegönnt und ein absolutes Summer-Must-Have ist momentan immer mit dabei, egal ob wir zu Freunden zum Grillen fahren, der ganze Einkauf landet im Rucksack oder ja, unsere Badehandtücher, whatever, der ist einfach immer mit am Start. Und das waren meine 10 Favoriten für diesen Sommer. Schreib mir gerne mal deine Favoriten in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Vielleicht kann ich mir auch noch was abgucken. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, denn ich habe eben gerade noch ein Style & Talk abgedreht. Das wurde sehr, sehr privat und persönlich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal mit einschaltet. Ich sage bis bald. Tschüss.